Kirchen findet man in Freiberg an vielen Stellen, wie hier die Petrikirche um 1894 noch vor dem großen Umbau. Die schmalen Freiflächen haben sich zu heute kaum verändert. Ein Umbau zum modernen Gemeindezentrum erfolgte in den Jahren 1970 bis 1986. Das alte Foto von 1899 zeigt den Ascheplatz auf der Wasserturmstraße Ecke Donatsgasse. Der Blick ist auf das alte Bierdepot Reichelbräu Kulmbach gerichtet. Die fürstliche Brauerei Köstritz betrieb damals hier ein Ausschanklokal. Auf dem aktuellen Foto können Sie sehen, wie die Zeiten sich geändert haben. Jedoch der Verwendungszweck des Objektes weitestgehend identisch geblieben ist. Heute befindet sich an dieser Stelle das Altstadthotel Freiberg. Rechts daneben sehen Sie auf dem 1929 entstandenen Foto einen Giebeleinsturz in der Wasserturmstraße 8, welcher sicherlich auch in dieser Zeit für viele Schaulustige sorgte. Dem Freiberger Altertumsverein ist es 1864 zu verdanken, dass wir dieses Foto noch erleben dürfen. Sie sehen hier den Ostturm des Kornhauses, der auch Roter Hirschturm genannt und nach 1864 abgerissen wurde. Heute sieht das sanierte Kornhaus so aus. Als vornehmste Übernachtungsstätte galt in Freiberg das Hotel de Sachs, welches im Ersten Weltkrieg in Sächsischer Hof umbenannt wurde. Das Bild zeigt das Gebäude am heutigen Platz der Oktoberopfer noch vor dem Abriss um 1921. Heute befindet sich die Commerzbank an dieser Stelle. Was wenige wissen werden, Freiberg hatte eine Straßenbahn. Jedoch sind heute nahezu alle Spuren hierzu verschwunden. 1899 beauftragte der Freiberger Stadtrat die AEG mit dem Bau eines Elektrizitätswerkes sowie einer Straßenbahn, welche am 11. August 1902 in Betrieb ging. Die Strecke führte vom Bahnhof über die Poststraße zur Kreuzung der Burgstraße Weingasse. Von hier aus führte eine Strecke in die Leipziger Straße, die andere Strecke führte durch die Herderstraße bis in die Meißner Gasse. Am 31. Dezember 1919 wurde der Bahnbetrieb aber aus Rentabilitätsgründen eingestellt. Der Wernerplatz unterlag auch ständigen Veränderungen. Damit der Freiberger Dom seine Türme erhielt, jedoch Geld in dieser Zeit knapp war, schrieb Superintendent Lehmann um 1900 ein Festspiel. Für die geplanten 30 Vorstellungen wurde auf dem Wernerplatz extra eine Festhalle gebaut. Die Aufführungen fanden vom 13. bis 19. Mai 1903 statt und erbrachten einen Überschuss von damals 4.624 Mark. Der Bahnhof war auch um 1930 ein vielbesuchter Ort. Links im Bild sehen Sie die alten Busse, welche auf Fahrgäste warteten. Heute ist davon nicht mehr viel zu erleben. Gelegentlich stehen Taxen vor dem Bahnhofsgebäude und der Platz davor wurde zum Parkplatz umgebaut. Die Petersstraße um 1880. Gut zu erkennen, das kunstvoll verlegte Straßenpflaster. Heute ist die Petersstraße eine Fußgängerzone.